Moin moin Freunde, willkommen zurück. Wir wollen ein bisschen weitergehen und ich bin mir nicht sicher, was wir hier gerade sehen überhaupt. Okay, ich schätze, das ist wirklich ein Labyrinth. Und wir können nicht einfach überall durch. Sagt uns diese Box da oben was, oder? Okay. Dann schauen wir mal, ob wir einen Weg finden können. Zum einen finden wir schon mal Münzen. Okay, was geht mit dem Rabbit da ab? Ja, gut, da kommen wir natürlich nicht durch. Wir brauchen irgendwie... Da, den Schalter brauchen wir. Lass uns hin. Wir wollen doch nur den aktivieren. Yeah. Und wie, es hat sich nicht gelohnt. So eine Waffe wäre schön, so coolere Waffen. So richtig OP-Waffen. Und es ist, glaube ich, nur eine Figur oder sowas. Ja, ein 3D-Modell. Ja, die finde ich halt ein bisschen unnötig. Zieh sich einer diese Leuchter an. Wenn er glaubt, wir könnten ihn unter dem Lampenschirm nicht sehen, ist er wohl nicht der Hellste. Ha, versteht ihr? Nicht der Hellste, weil es eine Leuchte ist. Mal wieder classy. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Also wir wären schon drüben, aber ich will noch diese Münzen von da haben. Okay, okay, okay. Oh, da ist auch eine Brücke? Ja, was ist jetzt mal der richtige Weg? Das ist jetzt meine Frage irgendwie. Hey, ach, ich kann da gar nicht durch. Oh. Ich bin blöd. Okay, okay, das schaffen wir. Hoffentlich. Das sollte das dann auch gewesen sein. Yeah. Oh, jetzt müssen wir wieder dahin. Also da ist eine Brücke, die führt dann da lang. Das heißt, wir müssen so oder so hier lang. Ach, da war's ja. Gib mir was Cooles. Das ist doch eine Waffe. Eine Puzzleteilchen. Puzzleteilchenbeschleuniger. Na gut. Von mir aus. Okay, kommen wir da so rein? Nope. Wir müssen darum. Ein bisschen nervig, aber ist okay. Oh, 1,5. Hey, da schreit doch jemand. Wer schreit einfach so Mario? Holy shit. Warte mal, wir kamen von da. Okay, jetzt haben wir diese eine Münze da unten verpasst, aber... Du, damit kann ich leben gerade. Okay, da sehen wir schon ein paar Gegner. Ich bin gespannt. Wir haben ein paar neue Waffen. Vielleicht schaffen wir das jetzt eher. Diesmal sind wir an einem höher gelegenen Ort als unsere Gegner. Wusstet ihr, dass ihr einen Schadensbonus erhaltet, wenn ihr von oben angreift? Schießt von diesem Aussichtspunkt aus auf die Gegner und ihr werdet schon sehen. Das ist sogar ziemlich gut zu wissen. Oh, wir sind sogar schon in Stellung und müssen uns nicht mal wirklich bewegen. Das ist sogar extrem gut. Reicht das denn? Ja, Mann. Boah, sehr cool. So, und dann gehe ich mal dahin. Wir wollen den Ultimate-Schutz haben. Ja, benutze halt deine Fähigkeit. Was soll's, bevor er sie gar nicht benutzt. Ach, er sieht gerade nicht wirklich. Kann sie angreifen? Nee, ne? Aber wenn sie hier wäre oder so, ne? Auch nicht? Ach, weil die alle in Schutz sind. Warte mal, die kann da runter? Ach, da können die runterklettern? Ach, das wusste ich nicht. Puh, aber wie erwischen wir die jetzt am besten?
Eigentlich würde ich am allerliebsten... Okay, ich bleib da erstmal in Schutz. Dann probiere ich mal... Na gut, ich kann nichts mehr machen. Ah, ich will da durch. Damit ich von der Seite die Leute erwische. Na gut, dann probier halt wenigstens mal zu schießen. Vielleicht triffst du ja. Ja, das war mir klar, aber besser als nichts. Nein! Ah, verklickt! Ich wollte, dass er springt. Ah, das ist schlecht. Na ja, gut. So, ich hoffe, die machen jetzt nicht zu viel. Ach, da hat Mario geschossen. Ja, ja, seine Fähigkeit, genau. Ach, da ist auch noch einer. Oh, das könnte gefährlich werden. Autsch. Das habe ich nicht gesehen. Ach nein, der schießt jetzt auch. Oh nein. Ach, man kann ja auch hochspringen, ne? Habe ich nicht bedacht. Fuck. Das habe ich echt nicht bedacht. So, wenn ich da reingehe, da bin ich doch hinter dem. Will ich ihn umtreten? Schon, ne? Wir machen es einfach mal. Für den extra Schaden. So, jetzt baller ihm ins Gesicht. Wobei, wollen wir mal die Fähigkeit benutzen? Weil ich glaube, wir machen ja dann mehr Schaden, ne? Der hat ja jetzt so ein Feuer. Feuerwaffending. Und der sollte jetzt ein bisschen brennen, oder so, ne? Kommt er wieder zurück oder ist er jetzt weg? Ach, der ist jetzt weg. Laber nicht. Die rennen dann weg? Das wusste ich nicht. Ich meine, kann ich ja nicht riechen. So kann ich den nicht treffen. Und wenn sie da reingeht und so ist, dann kann sie treffen. Ist vielleicht so ein bisschen ungeschützt, aber wenn der dafür stirbt, dann ist es okay so. Das ist dann schon mal ein Damage weniger, der meine schönen Leute hier umnocken könnte. So, die sind jetzt alle auf einem Haufen, meine Leute. Aber ich nehme das einfach mal nicht so schlimm. So. Ach, der ist ja auch fast tot. Ah, vielleicht hätte ich den killen sollen. Ach, zu spät. Autsch. Und er tretet mich noch um. Komm, was macht ihr? Das ist nicht so schlau von denen. So, reicht das Umtreten eigentlich? Von hier habe ich dann 100%. Das ist gut. So. Der ist weg vom Fenster. Dann den roten Hopper. Okay, okay. So, was ist eigentlich mit dem anderen? Komme ich irgendwie gut an den dran? Geht, ne? Ich kann es probieren. Ich kann es probieren. Ach. War ja klar. Ich meine, ich könnte es auch nochmal probieren, aber... Den 56er kriege ich eh nicht mehr tot. Ich komme dann überall nicht so wirklich hin. Was ist, wenn ich da bin? Was ist, wenn ich da bin? 100%, haha. Schön von hinten und von oben. Piu. Okay, der Rest sollte ja ein Kinderspiel sein. Du, gib einfach auf. Gib einfach auf. Oh, puh. Da ist Mario ein bisschen offen.
Wie komme ich jetzt am allerbesten? Naja, das habe ich überall keine 100. Da war noch eine Münze. Da sind auch noch Münzen. Zack. Wie weit kann ich springen? Na gut, ich mach's mal. So, und schieß mal. Oh, getroffen sogar. Stirbt er schon, oder? Nee, ne? Aber dafür, ach, jetzt ist er nicht mehr in Deckung. Ja, das ist geil. Ich drück noch ein bisschen komische Knöpfe. Ach, der kommt nicht ran. Ja, dann geh halt runter. Und schieß. Puh, okay. Ja, also dieses Feuer gefällt mir. Dass man Leute damit aus der Deckung bekommt, ist halt sehr cool. Wobei das vielleicht schwer einzuschätzen ist, wo sie dann landen. Aber naja, gut. So, das war das. Dann geht's anscheinend ja da lang. Oh, da ist ein Pilz. Den nehmen wir gleich mal auf. Da ist nichts mehr. Ja, was macht denn der Pilz? Heilt alle mal. Ah. Sehr gut, sehr gut. Oh, Luigi. Mein Bruder. Der hat ein bisschen Angst vor den ganzen Bunnies. Das kann ich auch verstehen. Die sind ein bisschen crazy. Vor allem da ist jetzt der eine, der Kleine, den wir suchen. Oh Gott, vereinen die sich jetzt? Achso, der Rabbit vereint sich jetzt bestimmt mit der Blume. Oh nein. Das kann doch nicht gut enden. Oh je. Das wird ein Bossfight, kann das sein? Oh Gott. Pirabit-Pflanze. Achso, weil Piranha und Rabbit. Ah. Na gut. Besiege den Miniboss. Miniboss. Pff. Okay, der kann bestimmt zaubern oder so, oder? Der hat ja so einen Stab, wie ich das sehe. Ach, das sind noch kleinere. Oh nein. Was sind diese Feuerdinge? Kann ich die anschießen? Sieht nicht so aus, ne? Ach Gott, das sind noch mehr. Ach, auch hinter uns. Oh nein, vielleicht hätten wir vorher das Feld angucken sollen, aber gut. Ich kann den nicht umrennen. Aber ich mach's trotzdem. So, schießen an. Ja, benutzt deine Fähigkeit. Das ist schon okay so. So, meine Frage ist jetzt, was mache ich mit den anderen? Der schafft es nicht ganz zur Prinzessin. Und die Prinzessin schafft es nicht ganz zu ihm. Ah, das ist eine Zwickmühle. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wen könnte ich anschießen? Den da. Ich könnte auch einfach mal hochgehen. Ja, das gefällt mir mehr. Da kommen die vielleicht nicht so gut zu mir. So. Benutze ich jetzt die Fähigkeit? Ja, mache ich. Weil theoretisch sollte der jetzt sich nicht bewegen können, oder? Weil er Honig gedingst wurde. Okay, ich schätze, das ist keine 100% Chance. So, alles schön in Deckung. Einer tot. So, töte den. Ach, der ist... Ah, okay, das hat gereicht. Puh, ich dachte gerade schon. Okay. Nee, die Fähigkeit benutzen wir nicht. Und das war unser Zug. Der Boss hat 300 Leben. Puh, nervig. Nice one, Mario. Kann der Boss überhaupt durch die Rohre?
Holy shit. Was war das? Ach du Kacke, der konnte einfach so schießen, weil er sich größer machen konnte. Das ist ja asozial. Alter, das war ja mal richtig asozial. Oh Gott, der wird jetzt angeschossen. Nein, nicht auf Mario. Ah. Oh Mann, das könnte schwer werden. Puh, Mario hat so viel Damage kassiert, das ist krass. So, und dann wieder in Schutz gehen und den abknallen. Aber vorher... Nee, die Münze kann ich gerade nicht nehmen. Ja, wir schießen den jetzt ab. Was? 0%? Oh nein. Das habe ich nicht gedacht. Oh, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ja, dann machen wir das hier. Schießen den ab, damit er tot ist. Das ist schon mal gut. Ach, jetzt kam Honig raus, ja. Alles klar. Eigentlich sollte das reichen. Alter Schwede. Aber dieser Angriff von dem Boss, der wäre ja mal super krass. Ah, kein Honig. Vielleicht geht es auch nicht auf Bosse, ich weiß es gar nicht. Oh, der geht wieder auf den, ne? Oh nein. Autsch. Alter, der ist tot, ne? Ja. Aber das ist ja... Wow. Was ein Angriff. Und dann auch noch kritisch. So ein Bullshit. Was wollte der erreichen? Wie viel Leben hat er? 23. Ich glaube, da reicht leider kein... kein Treten. Mal abgesehen davon, dass ich da gar nicht rankomme. So, Peach räumt einfach von hinten auf. So, killt erstmal alle anderen. Peach macht es einfach richtig. Gute Frau, gute Frau. So, ein paar Münzen hier, ein paar Münzen da. Was machen wir jetzt? Ist hier noch irgendwo was? Ich sehe keine Feinde mehr. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Jetzt brauchen wir eigentlich auch irgendwie Schutz. Was ist, wenn wir da reingehen? Ist da unten irgendwo Schutz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das können wir nicht so gut als Schutz benutzen. Wir gehen einfach mal rein. Erwischen wir den? Nope. War vielleicht dann nicht so schlau. So im Nachhinein. Weil jeder Zug, wo ich nicht angreife, weil ich doof bin, ist ein schlechter Zug. Wo könnte ich denn hin? Wieder hoch? Habe ich hier 100%? Nope. Du, ich weiß nicht, wohin mit dem. Ich kann eigentlich erst angreifen, wenn ich irgendwo hier hingehe, glaube ich. Soll ich das einfach machen? Ich will ihn einfach jetzt mal angreifen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit wegrennen oder so. Mit der Zeit wieder schon sterben. So, jetzt muss die auch mal irgendwie vielleicht runter. Weil sie ein bisschen weit weg ist. Kann nicht mal angreifen, ne? Nope. Das ist schade. Sehr schade. So weit weg. Ja, der wird einfach angreifen. Fertig. Oh, ein bisschen verstecken noch, ne?
Bitch. Nee, von da komme ich nicht ran. Von da auch nicht. Was ist mit dir? Kannst du vielleicht von oben? Ja. Kannst du auch von hier? Nope. Du, dann mach von da. Hauptsache, du kannst angreifen. Ist dann schon mal ein Anfang. Ja, also das Feuer wäre mal irgendwie cool gewesen. Ich mach mal den Schutz an. So, egal was ich mit der mache. Ich kann nicht angreifen. Vielleicht bleibe ich dann einfach so. Na, was machst du jetzt? Das habe ich irgendwie erwartet. Oh. Oh, da kann die jetzt was machen. Wir machen den Schild an. Und schießen dann mal ordentlich drauf. Und verstecken uns dann hier. Oh, da wird bestimmt von der Seite gleich die angreifen. Ich hätte vielleicht hoch sollen. So, der wird nichts machen können. Ja, nee. Oh, ich brauche so viele Züge. Ich weiß, wer kein Perfekt für dieses Match bekommt. Ja, das war ja klar. Autsch. Oh, der ist tot, ne? Oh nein. Jetzt sag bloß, das habe ich verkackt. Ja, ich komme gar nicht an den ran. Ich hoffe, der kommt zu mir, ehrlich gesagt. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier oder so. Und warte erstmal. So, die hat an sich gut Leben, aber der macht halt viel mehr Schaden. Das ist Bullshit. Das ist so Bullshit. Jetzt hat die fast gar kein Leben mehr. Ja, man sollte halt nicht an die ganzen Bomben vielleicht ran. Kann ich nicht töten. Das kannst du vergessen. Das ist sehr doof. Ja, komm, hau halt drauf. Klasse! Gut gemacht! Oder so. Oh Mann. Komm, beende es. Vielleicht können wir ihn ja jetzt mit bisschen Honig einfrieren. Nein? Gar nicht? Autsch. Ja, das wird nicht reichen. Also, was ich am Damage mache. Das wird nie im Leben reichen. Ich meine, ich schätze, ich könnte mich jetzt verstecken, aber... Wohin wollen wir? Dahin? Ciao, ciao. Ich hoffe, der kriegt mich nicht. Gott, das sind bestimmt jetzt schon eine Million Runden hier, die ich brauche. Trifft das? Ja, natürlich. Oh, das reicht. Klasse. Ja, muss ich das wohl nochmal probieren. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Was soll man machen? Gut, dann probieren wir das und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vielleicht schaffen wir es ja dann. Ciao. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst, tü-tü. Hehehehe.